So, nochmal. Moin. Das ist gut. Ja. Geht los, ich bin gleich wieder im Laden. Ich bin eigentlich gerade aufgestanden und gleich wieder im Laden, weil ich komme nicht mehr zum Leben. Ich auch nicht. Das hier für ein Ding, ey. Ich bin auch nur noch wirt und... Ja, sind wir alle verwirrt. Nicht verwirrt. So, komm, jetzt schaffen wir noch ganz genau unseren Vlog, schaffen wir noch ganz genau zu schauen. Den wollte ich ja auch mal zeigen, weil ich auch mal zeigen, was ich so die ganze Nacht über so treibe. Prost. Ach, komm mal rüber zu mir. Das ist ja hier, das kommt eine Person. Und dann ist wieder alle zu laut. Also, wir sehen uns gleich im Laden. Okay. Was war das? Ein Niesen. Mal gleich mit. Also, was ich nochmal sagen wollte, heute am frühen Morgen können wir alle mal zusammen sagen, und zwar... Vielen Dank für das Paket. Ja, weil das war wirklich... Nochmal. Ich hab geschielt. Nochmal bitte. Meine Mama hat keine Kopfpaket. Ich kann nicht so nah. Also, war nämlich alles in Ordnung, wie das nicht geschielt. Sagst du auch Danke? Danke. Mhm. Sagst du auch Danke? Ja, danke schön. Das ist alles ganz schick. Ne? Und die ist ganz schlägst. Naja, für 3 Sekunden. 3 Sekunden. Für die Kamera immer. Das ist ganz gut. Immer Kamera. Ja, also herzlichen Dank für das Paket. Da haben wir uns natürlich sehr gefreut. Und letztlich kam es dann doch noch an. Also ist ja auch Gott gut. Dank, ja. Und ihr habt nicht drin gesteckt und musstet so lange auf eure Zustellung warten. Also ist ja auch gut. Also haben wir uns sehr gefreut. Die Kinder waren total aufgekratzt, ja. Ganz aus dem Häuschen. Da saßen alle rum, als wenn wie jetzt hier irgendwie Bescherung am, war ja auch ein Riesenpaket, ja? Bescherung am Weihnachten, Weihnachtsabend. Ja, ich wurde schon gefragt, ob jemand Geburtstag hat. Du wurdest gefragt, ob jemand Geburtstag hat? Ja. Eigentlich ist es ja im Grunde genommen ein Willkommenspaket gewesen. Fanden wir toll. Also total toll. Schöne Grüße zurück, ja. So, ich gehe jetzt in den Laden, weil es jetzt schon kurz nach 9, so ja, ganz kurz, so 2-3 Minuten, 2-3 Minuten nach 9. Und die muss ich jetzt einfach 1 Minute nach 9. Oh, ich muss runter. Also, bis gleich im Laden. Tada! Korrektur. Ja, moin im Laden. Gestern draußen wieder einen Schlüssel gefunden. Na, wem der wohl gehört? Schauen wir mal. Zu welchem grandiosen Fahrradschloss? Keine Ahnung. Doch nicht von den Kindern, wie klappt denn raus? So, machen wir mal alles an. Machen wir mal alles auf. Und dann jetzt los in den Tag. Kommt mal mit. Dann machen wir heute mal Tretlagertausch. Heidemann Werke. Supersport. Der Tretlager hier ist nicht mehr zu retten. Der übliche Kasper-Kram, den man immer so hat, eigentlich ist ja auch schon eine Standardreparatur. Eigentlich. Ich schraube zuerst den Kettenschutz hier ab, weil er ab muss. Natürlich, selbstverständlich muss der ab. Ab einem gewissen Unterarmtraining kann man alles mit Steckschlüssel machen. Das habe ich noch nicht raus, natürlich, aber bin ja auch erst am Anfang meiner Karriere. So. Jetzt gibt den hier. Oh, noch einer. Dreimal vorne gesichert, Wahnsinn. Wow. So, ab ist er. Kettenschutz runter. Ja, das ist natürlich nicht gut. Da sollte man nicht so lange fahren, weil dann beschädigt es auch den Rahmen hier vorne. Deswegen, also, wenn ihr so eine Probleme habt wie wackelnde Tretlager, dann bitte sofort entweder einstellen. Meist geht es ja auch noch einzustellen. Aber eben in dem Fall knackt schon und kratzt schon und macht. Und da merkt man auch,
Die Kugeln sind nicht mehr fit. Das bauen wir aus, dann kommt neu rein und fertig. Weißt du, wie gesagt, im Zweifelsfall gucke ich mir das natürlich immer noch mal an und entscheide dann, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann natürlich auch sein, dass ich sage, echt, oh nee, die Laufflächen sind noch so super. Aber erfahrungstechnisch, wenn man so fährt, bis es so durchklappert, das fängt ja erstmal minimal an. Da muss man ab und zu mal fühlen, ne? Wenn es so minimal Spiel hat, jetzt ist alles nicht schlimm. Einstellen und gut, normalerweise. Jetzt zweig den Keil hier ab. Das ist natürlich in der Höhe. Ich habe ja wohl lieber den alten Kram hier drin tatsächlich als irgendwas Neues. Die neuen Dinger halten aber nicht so gut. Das ging sehr gut raus. Der Keil sieht auch noch schick aus. Da muss die Fläche stimmen, also die muss gut sein. Die Fläche muss eine Fläche sein, ohne große Dellen, sagen wir mal große Dellen, ne? Weil einen Anschlag gibt es immer, aber hier ist ja nichts. Hier ist arschglatt. Man sieht nur, wo der Keil gesessen hat, aber die ist wirklich, da ist nichts drauf. Die kann man nochmal nehmen, eine plane Fläche. Die kann man nochmal nehmen. Also spricht eigentlich alles dafür, dass man eventuell sogar doch nochmal verwenden kann. Und der ist nicht ausgeschlagen, der hat keine Kragenbildung hier an der Seite. Und die Fläche hier, wo der Keil ansetzt, ist auch noch super scharfkantig. Also es wäre jetzt echt schade, wenn sie jetzt echt durch dieses wackelnde Lager kaputt gefahren hat innen drin. Gucken wir uns jetzt einfach mal an. Schauen wir mal rein, wie es aussieht. Wir drehen fest, also lose. Das ist nämlich andersrum hier alles. Äußere Verschraubung ab. Seht ihr überhaupt was? Ist das überhaupt richtig so? Ja. Verschraubung ab. Trennscheibchen. Ja. Ja, aber sehr ablieb. Das ist doch scheiße. Ach Mensch, Klaas. Schlappert kommt doch gleich. Die Lager sind nahezu unverwüstlich. Da kann man einfach noch einen Kugelring drin machen und gut, ja. Aber wenn er mit einem klappernden Lager durch die Gegend fährt, was so schlägt, das ist natürlich nicht gut. 50 Kilometer und dann ist das Ding durch. Ja. Das hat man schnell zusammen. Das fühlt sich nämlich schon verkantet an hier auf der. Der Achse. Jetzt muss ich mal ein bisschen improvisieren, weil innen greift es nicht mehr. Ja. Ja, vielleicht nochmal Glück. Ja. Moin! Wo war ich stehen geblieben? Panisch schon wieder den Schlüssel beiseite geworfen, was? Alles Gott sei Dank hier auf Ablage. Könnt ihr überhaupt sehen? Ja, wichtig ist ja, dass ich sehen kann eigentlich, was? Ja, ich glaube, der ist verkantet hier auf der Achse.
Achse dreht sich 300 Grad. Oder da sind so viele Späne drin. Auch sind hier kleine Lager drin. Sind hier kleine Futzellager drin, das ist ja Wahnsinn. Na schauen wir mal. Naja, hier. Kronos völlig weggebrochen hier. Seht ihr das? Da? Völlig weggebröselt, keine Lauffläche mehr da quasi. Völlig runtergelutscht hier alles. Plattgewalzt, weggebrochen. Ja, das ist das Todesurteil leider. So sieht es dann wahrscheinlich auch bei den Seiten auch aus. Und die Laufinnenflächen sind auch nicht. Naja. Hier kommt schon das Lager im Einzelnen raus. Ja, nee, das war's. Schade. Einmal Asche. Also hier ist der Lagerring noch da, auch wenn schwarz. Schwarz heißt ja immer total verschlissen. Also viel Abrieb. Es sei denn, da ist Graphitschmiere drin. Aber hier. Hier gibt es nur noch die einzelnen Kugeln, gerade noch so. Ohne mir alle. Das muss ich gar nicht verschwenden an Lappen oder so. Das kommt. Das muss man ausschlagen, dann müssen wir neu machen. Oh, moin! Moin Wolfgang, ich hab zu tun! Ja! Ja! Gut! Vollprogramm! Ja. Ah, jetzt muss. Ach, und gebrochen ist es ja auch. Das ist ja witzig, doch. Noch mal zeigen. Ja, ist richtig durchgeschliffen. Die Lagerschale ist richtig gebrochen. Ja, sie ist richtig durchgeschliffen hier. Also seid ihr ausgewalzt, jetzt sieht man auch das. Ja, kannst du nicht mehr machen. Spezial, Spezial, super Sportspezial. Kriegt die Krise. Keine Chance. Da kriegt man noch kein Lager mehr heutzutage, oder? Reparaturlager. 119er. Ist zu schnell. Das hält niemals hältet den Druck aus. Warum mit denn das drin und das hier nicht? Ja, wäre die einzige Chance tatsächlich. Die Hülse muss länger sein, Kinder. Was soll ich da mit dem Reparaturlager, was hier nicht richtig hinpasst?
musst du mal die Binde hier weiter hochschneiden. So, dann gucken wir mal. Anyway, the last chance. Yeah. So, 29 mm Durchmesser, das Lager, 68er Einbaumaß. 68er Häusebreite. 68, 29. Ich sag so, wie das ist, das Reparaturlager wäre ideal. Das wäre ideal, das wäre ganz genau, bitte. Zack. Aber warum zur Hölle? Warum zur Hölle ist das hier schief? Schräg. Na, ich weiß schon warum. Die Hülse ein bisschen länger machen. Geil. Reparaturlager ist das für die schmale Häusebreite hier. Kann das sein? Ist nicht für... Naja, 68 ist ja die schmale Breite. Reparaturlager, ich brauche ein Reparaturlager. 29 mal 68. Nee, was soll ich machen? Das kann ich jetzt nicht machen. Kann ich jetzt nur. Ach, naja, bitte, bitte, das geht nicht. Ich guck mal durchs Internet, tatsächlich, und dann schau ich mal, was die für Antworten ausspucken. Manchmal bin auch ich ratlos. Hm? Naja, ratlos nicht, ich weiß schon, was da machen, eine passende Lager einbauen, und ja, aber woher kriegen? Am besten so ein Original noch. Weil eigentlich den Kurbelarm. Ach nee, da war ja auch. Ist hier dran am. Der war ja auch ausgelutscht. Da war die Lauffläche kaputt. Das hält ja maximal noch ein halbes Jahr oder so. Denn die ganze Reparatur für ein halbes Jahr. Brauche ich eine Nummer von ihr. Und ich brauche mal meine richtige Hose mit den ordentlichen. Mit meinen Taschen. Mit allem, was ich. Sonst so habe in der Hose. Also ich bin gleich wieder da. Ich stand ja nur eine Minute hier. Boah. Ja, ich glaube, das ist echt? Das ist ja Wahnsinn. Stink ich denn? Dass ich dachte, ein bisschen stink ich? Nein. Hast du das so lange überlegt? Nein, ich dachte, das war jetzt einfach nur so eine Floskel? Scherzfrage. Nee. Kartonage für den Arsch. Die Lumi sitzt draußen, die wartet auf mich. Ich muss die Lumi sitzen draußen, die wartet auf mich. Gibt's nicht! Oh, gibt's nicht. Gibt's nicht. Dieses Lager gibt's nicht. Es gibt es nicht im Netz. Es gibt diese Hohlachsen-Dinger. Ja, einbauen ist ja totaler Quatsch. 29 mm. Die haben natürlich dieses auf Amazon weitergeleitet. Vierkantlager. Aber das ist das, was ich hier auch habe. Effizient Jive. Oder so. Ehrlich.
Heckklappenschloss VW-Bus, habe ich mal ausgebaut. Ich habe ich mal ausgebaut, nicht weil ich so viel Langeweile habe, sondern einfach weil der Mechanismus nicht richtig funktioniert. Also ich würde mal sagen, er hat mir das falsche, einfach den falschen Schlüssel gegeben. Das lief alles immer über Servo gut. Der Servo ist auch kaputt. Also über die Zentralverriegelung. 2000. Und der Feder ist rausgefallen unten beim Ausbauen. Toll. Ich gehe mal wieder raus. Die streiten da schon wieder. Sitzen alle im Auto. Ey, furchtbar ist das. Furchtbar. Furchtbar. Trotzdem viel Urlaub. Ja. Trotzdem. Trotz alledem, ja. Trotz alledem. Was wird jetzt? Da steht wieder Schwermetall in den Taschen. Ja, ist ja ein Ding. Danke, Wolfgang. Deine Spende, deine Regelspende, wa? Ja, ja, ja. Ja, ja gut, wo ist hin? Reparierst du jetzt, ja? Oder wo ist hin? Ja, da ungern. Ihr habt. Nichts Neues, ey. Na, was bei euch, ey. Soll ich mal was anderes ausdenken, sag mal? Könnte man, aber Familie ist natürlich das. Die find's schön, aber. Und ist top eigentlich, wenn du so hinfährst. Ja. Am meisten wirst du eingeladen. Wie, ist top, weil du eingeladen wirst? Nee, weil sie oft habe. Das ist schon Wahnsinn eigentlich. Du bist also nur zum Essen darunter. Nee, nee, bin glücklich, dass ich welche sehe. Nee, Kontakt muss ja halten, aber ist nicht mehr so. Ja. So eng, so wenig, ja, der Kontakt. Okay. Ist aber normal, eigentlich. Nee, zusammen an den Strand gehen, wissen, und alle drum dran. Okay. Ein bisschen Fußball spielen, ein bisschen das, ein bisschen jenes. Du warst im Fitnessstudio wieder dieses Jahr? Nee. Hat keinen Sinn, wa? Aber bei dem Wetter. Bei dem Wetter, Fitnessstudio ist da dran. Nach dem Urlaub, ja. Beim Zielen, ja. Ich meine, geil ist das schon, aber wenn er alleine ist, ist es scheiße. Ja. Ich mag das, wenn jemand mitkommt. Ja, naja, das stimmt schon. Ich höre Alex schon wieder von da draußen. So ein bisschen motiviert ist. Ne? Ah, das ist. Okay, Tommy. Bis dann. Viel Spaß. Alex ist draußen, ne? Ja, da könnt ihr ja nicht sehen. Der ist bestimmt wieder krank geschrieben. Den habt ihr gerade gehört? Ja. Um Gottes Willen, Gottes Himmels Willen. Hast viel Arbeit heute, wa? Oh ja, yeah. Nö, ich hab wenig Arbeit, siehst du, wir haben schon zu tun.
Mal, wie verharztet ist hier? Nee, weil könnte auch ein Zelle gut sein. Ich dachte, da hast du viel zu tun. Erstmal wieder gängig machen. Ja, heute Morgen, ja, heute Morgen hatte ich zu tun. Heute Morgen hatte ich Aufträge noch von gestern, weißt du? Naja, weil da haben sie schon beim 8.8. und dann bringen da. Ja, ja. Das ist es. Ah, siehst du die Scheibe? Ja, da kannst du nochmal, man kriegt das und weißt du, wie das ist, ich weiß. Ja, ich weiß, wie das ist, ja. Da muss man mal freibürsten, ja? Also jetzt muss auch hinkommen. Auf alle Fälle. Ich soll sehen, das neue Auto haben wir hier, ne? Ja. Hast du schon? Hast du noch einen gesehen? Ne, der VW-Bus hier, ja, oder wie? Also hast du gesehen. Ich habe ja geguckt, wo die Klappe oben. Ich dachte, wo ist denn das eine Arbeit? Da dachte ich, das ist der neue Auto jetzt. Ja. Schön. Den wollen wir dann mal angucken. Du brauchst ja so einen großen. Ja, eben. Den anderen gibst du weg, ja. Den kommt der vor, wir kommen wie die Kleinen, die du machst. Der Opel ist weg. Der Opel ist nicht weg, Quatsch. Weg ist der. Der Kleine. Ach, der Kleine ist weg. Ja, der Kleine ist weg. Den nochmal habe ich abgegeben. Den Kleine habe ich abgegeben. Aber du, ich muss ja, ich kann ja nicht, pass auf, ich kann ja nicht 5 behalten. Quatsch, 5, 3. Nee, das ist mir gerade ruhig. 5 wäre ein bisschen. Naja, 3, den musst du ab. Einer muss ab. Und guck mal, ich habe dem Händler die Wahl gelassen. Da habe ich gesagt, du, pass auf, nimmst du den? Der Kleine, der hat aber Schaden gehabt, der hat da Getriebeschaden gehabt jetzt. Ja. Genau zum Ferienanfang, klack, Getriebe kaputt. Also ich konnte noch die letzte Fahrt machen. Mit meiner Tochter? Letzte Fahrt ging noch. Und dann war die Triebe kaputt. Ja, die sind alle verharzt hier, die Dinger. Deswegen schließt das Schloss ja auch nicht, ey. Das machen die natürlich nicht, Jans. Ich habe ja schon so wenig bezahlt für das Auto, denken die. Der hat ja schon rumgeheult. Eigentlich hat er mir abgemalt, ja, wenn du dann mal verkaufen willst, ey. Also da war ich schon halt über der Bühne. Ja, dann komm bei mir, sag mir Bescheid, ich kaufe mir wieder ab. Der ist so schön jetzt. Klar. Wer will den verkaufen, aber war ja schon erledigt. Hat er schon alten Sack und Tüten gehabt. Hat er nochmal später gesagt, denn. Der Wagen ist schön. Der hat sowieso das alles. Naja, ein bisschen überrumpelt halt den. Der war damit ein bisschen überfordert. Oh ja, wenn jeder Geld braucht. Nee, der war ja ein Händler. Der braucht kein Geld. Aber der hat den da rumstehen gehabt und. Oh Gott, die eine Harz, der tippet ja gar nicht. So, die laufen alle gut. Die Luft nicht. Aber das sieht so dunkel aus, oder der Regen, Alter. Das wäre schlecht, weil da muss ich vorher das Schloss einbauen, Heckklappe zumachen. Ob der nur hierher kommt, das ist nicht ohne Frage, aber bei der Regen zählt eh, ja, das zählt. Oh, ist das verharzt, ey, gibt's ja gar nicht. Alle sind so krass, alle noch so jung und sind schon krank. Zum Baumscheibenarzt oder was? Naja, Mensch, wenn der sich übernimmt, bei 40 Grad Hitze, über 40 Grad Hitze, dann soll er noch länger, dann wird der Bui spielen, der Hund hat er nicht, wenn er krank wird. Weißt du auch? Ach, weißt du, muss er abkönnen, er ist ein junger Mensch. Naja, bietet er ja, das sollen sie alle machen. Ich wüsste doch, dass ich den nicht mehr vertragen kann. Ja, das ist. Oh Gott. Da ging es ja auch am Dienstag auch so. Oh so mies und so scheiße. Ja, was war da los mit dir, alte Memme? Ja, war der Memme. Genau nach Hause gekommen. Das war alles noch gut gewesen, Samstag. War ich die Samstag noch hier? Nee. Nee, warst du nicht, Nee, nee, nee. Hat aber gleich spät zu Hause, ja. Guck hier. Aber Samstag wird ja Zellung geholt, Mittwoch Zellung geholt. So, dann auf einmal dann.
Dann waren wir mit ständig Kopfschmerzen und wie sich was, alle in den Kreislauf. Ja. Das ist das Wetter, jeder hoch und runter. Der hat einen Nachtbauch, der hat einen Herzschrittmacher drin. Ja. Naja, gut, das ist eine andere Belastung. Nein, 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 eine andere Geschichte. Das ist eine andere Belastung, denn wahrscheinlich. Ja, genau, das ist ohne. Er sagt, ja, wenn er da 40 Grad ist und dann geht er doch 10, 15 Grad runter, dann kämpft er auch. Ja. Alles, was mechanisch ist, versucht der Tommy ja zu reparieren. Dass ich sogar die Dinger hier abfeilen. Ja. Ah, hey, was? Was, wer? Nee. Hm. Felix ist da, gibt's da ja nicht. Ja. Treulose Seele. Ja, das war echt mies. Na, Mutter. Hallo. Ja, gut. Ah, das war mies gestern, ja. War mies gestern, das war mies. Mies gestern. Ja, da wollte eigentlich, ja noch wiederkommen. Der hat mich ja genötigt, da extra rauszufahren, ja. Und dann, dann sah es erst so aus, als wäre er gar nicht da. Ja, also, ich frag mich, was das sollte. Ich soll da jetzt die Kostenübernahme dahin bringen, ja. Also, dann hätte ich die auch 3 Stunden später hinbringen können, wenn eh schon nach Feierabend. Er hat ja eh Feierabend gehabt schon. Naja, jedenfalls war es dann so und dann habe ich mich. Hast du das jetzt erklärt? Ich habe den eingereicht und dann. Na, das hat erledigt. Kurz aufs Bett gesetzt und habe natürlich. Bist du eingepennt? Ja. Gleich so im Sitzen. Weil? Ja. Naja, und anderes ganz, was mich nicht so erfreut ist. Genau. Also erstmal wollte ich noch meinen Döner aufessen und dich ein, 2 Euro fragen, was zu trinken. Kurz nochmal. Was zu trinken, Fische. Ich muss, ja, wenn ich was arbeiten will, dann muss ich langsam anfangen, weil ich mittlerweile ja, dasselbe habe, wie weiß ich nicht, ob das Gicht ist. Heißt das Alt. Gicht? Oh Gott, jetzt hör auf, ich krieg die Krise gleich. In meinem Alter, aber. Hallo. Ja. Nee, ich habe doch mal ich hab erzählt, ich hatte Sehnscheinentzündung. Wo warst du denn? Der Rucksack sieht ja aus. Wo warst du denn? Ja, ne? Der ist so dreckig. Der sieht ja immer so aus. Ja, aber frisch war selbst aus der Waschmaschine kommt der so. Das ist ein alter Rucksack von mir. Ja, ganz, ganz alt. Ganz alt. Dreckig, ne? Ja, jetzt habe ich ja endlich wieder zu Hause. Kann ich ja. Aber ich bin ja eben gestern Abend noch los und wollte, naja. Aber das war dann natürlich zu spät. Okay. Dann bin ich fast frisch ausgeruht. Ja, aber sieht man das? Nee, war das? Sieht man. Nicht. Das geht so dicker werden. So ein bisschen, ne? Und ich habe da Sehnscheidenentzündung gehabt. Von hier bis hier. Alles wie getan. Ja, hey, hör auf jetzt, Alter. Hast schon wieder die Zeitung in der Tasche hier. Genau. Du levelst schon wieder runter. Zum Lesen. Ja, hoffentlich. Nicht zum Verkaufen. Wir wollen gewesen sein. Mehr wollen wir das sind ja das genau. Was denn da? Auf für die. Ja, also ich würde jetzt noch den angefangenen Döner aufessen. Erstmal den angefangenen Döner auf. Aber bräuchte dafür noch 2 Euro. Genau. Wieso, um den Döner aufzuessen, brauchst du 2 Euro? Wie? Ja, na klar. Ist deine Kauleiste jetzt geschlossen gerade? Muss genau. Man da erst ein paar Cent nachwerfen, damit die wieder arbeitet? So in etwa. Ja. Genau. Und da dachte ich mich, könnte ich mich ja an dich wenden und fragen, ob du. Du hast jetzt kein Geld mehr jetzt Mensch, du hast gestern einen Schlauchwechsel gemacht oder was? Zwei Schlauchwechsel. Ja. Für königlich 25 Euro. Das ist ja, das krieg ich ja nicht mal. 20, oder? Na, Tag davor ja 5er schon noch. So, ja. 25. Okay. Ja. Das krieg ich nicht mal. Du ja. Verdienst mehr als Ecke. Das war nicht so viel, ja. Naja. Das war's. 2 Euro, ja? Ja, 2 Euro, ja. Du weißt schon, dass das reine Hobby ist von mir hier. Okay. Du musst dir das überlegen, wie es weitergeht. Ja, sag ich ja. Das muss vernünftig laufen. Also nicht hier. Ich bin ja. Du wirst ja gebraucht. So lange da oder wenn ich ja immer eingeplant bin. Das ist ja naja, ab Montag fange ich ja an zu arbeiten. Dann bin ich. Im Leben. Nicht hier alles wegwerfen, ey. Oh, zu spät, ich muss mal. Wolfgang, hast du mir 2 Euro in der Tasche gesteckt oder was weniger?
Wen? Also, du hab ich nicht. Weißt du, guck mal, hat da nicht mal. Jetzt sehe ich an Speier meiner Kinder, die der Honig eigentlich war. Nee, haben wir vorne nicht in der Dose noch was drin? Bei. Ja, hier ist ja ein bisschen. Wo war das bei? Kann ich nochmal Pfandgeld machen. Ja, oder kann man ja nachher wieder da reinwerfen. Bei Edeka sitzt noch wieder bei den Großen davon. Bitte, bitte, ab mit den Kleinen. Ich hab da Ägypten drin, nur nicht. Ja, hat Felix nicht in alte Muster verfallen. Ja. Ja. Ja, hier sieht auch gut aus hier. Ah. Perfekt, Schloss leuchtet. So, und so ein Schloss kostet VW Original. Bitte nicht alle klauen! Was machst du da? VW Heckklappenschloss auseinandergenommen, Zylinder auseinandergenommen, was keiner macht, und gereinigt und wieder zusammengebaut. Boah, und wozu, damit man das schließen kann? Ja, das war verharzt wie Sau, damit man das benutzen kann. Und ich nicht für 20 Euro Original Schloss oder für 120 den ganzen Schließmechanismus kaufen muss. Boah, krass. Was ja natürlich viele dann auch einfach so machen, weil sie nicht mehr weiter wissen. Funktioniert nicht mehr. Funktioniert nicht mehr. So, lieber Autohändler, jetzt zeigt euch mal, wie das funktioniert. Ihr nehmt einfach diesen Schließzylinder, diesen wundervollen, nehmt ihn auseinander, macht das ganze verharzte alte Grindzeug raus und schon ein bisschen. Ein bisschen Öl rein, Leichtlauföl. Okay. Das war's. So, und der Felix, ich auch mal leicht laufen, ja. Der verabschiedet sich jetzt. Ja, dann wieder. Tag war ja lang genug. Okay, soll ich was mitbringen? Na, wie meinst du? Mich? Mich, ja. Nee, was zu trinken oder was aus dem Wo gehst du denn jetzt hin, Felix? Edeka. Edeka? Ja. Oder Aldi. So. Da habe ich ja noch einen Auftrag gerade. Ich habe ja noch, dafür kriege ich wirklich für Luftpumpen 20 Euro, hat er gesagt. Ja, da würde ich natürlich schon ein bisschen mehr machen. Nein, auf dem Weg dahin. Da ist so ein Typ, der hat da ein Nudelrestaurant. Ja. Mit dem sein Fahrzeug darf ich reparieren. Da muss man schon sagen, darfst du reparieren. Genau. Und dann lässt er mich ran. Ja. Also, soll ich was mitbringen aus dem Supermarkt, oder? Nö. Ja. Nö. Na gut, dann bis gleich, ja. Viel Erfolg bis Julia. Danke. Bis gleich. Davor fertig den Nuten hier für diese Distanzstücken. Ich weiß nicht, ob man das allzu gut sehen kann hier, aber ich baue das einfach mal wieder zusammen jetzt hier. Zack, zack, zack. Zack, Hohenpark. Jetzt kommt dieses wunderschöne Ding hier wieder rein. Das ist natürlich auch so eine Frage, warum? Also man zieht raus und dann verriegeln die natürlich köstlich. Hier, also geht nicht. Und rein und dann schließt er. Wundervoll. Ich finde es fantastisch. Okay. Heckklappenschloss hätten wir dann schon mal. Mehr oder weniger. Perfekt. Einmal frei. Boah, top. Einbau und weg.
Schlüsselprobleme im Haus. Ah, Tommy ist auch dafür zuständig. Machen wir. Schöpfungi. Perfekt. Mensch, ich bin ja richtig stolz auf mich, ey. Dass das jetzt geklappt hat, Wahnsinn, echt, lag echt nur an diesem Zylinder, der total verkeimt war, und an der Einstellung der Schubstange oder der Zugstange vielmehr. Ne, die Einstellung der Zugstange, die musste ein bisschen, also in erster Linie war es natürlich der Zylinder, dadurch, dass man nicht schließen konnte, gibt dann natürlich auch den Griff nicht frei. Ja, also muss man, eben habt ihr gesehen, den Zylinder, das Türschloss ausbauen, Zylinder ausbauen, diesen Stift austreiben, der den Zylinder quasi im Schloss selbst oder im Schließmechanismus festhält, den austreiben. Und genial, alle Klinken ausgebaut, die ganzen kleinen Klinken ein bisschen beschliffen, mit einer kleinen Schlossfeile, alles sauber gemacht. Kein Schmierstoff rein, sondern eben WD-40, damit es leicht läuft. Damit die frei arbeiten können. So ein Leichtlauföl könnte man dann irgendwann, also Feinmechanikeröl könnte man dann irgendwann mal reinmachen. So als Dauerschmierung gegen Korrosion. Und eingebaut und funktioniert. Ja, die Pappe ist zerschnitten, die ist eh zerstört. Da werde ich mir jetzt eine Pappe holen, die wirklich funktioniert. Ja, man, so wächst man halt mit seinen Aufgaben. Also wie gesagt, ich habe denn diese Heckklappensituation hatte ich, glaube der letzte, den ich hatte, der hatte auch Flügeltüren hinten. Der hatte eben nicht diese Art von Mechanismus, diese Heckklappe. Das Schloss hatte ich noch nie repariert. War das erste Mal. Habe ich geschafft, finde ich gut. Bin stolz und habe euch gezeigt, dass es auch so geht, ohne gleich neue kaufen zu müssen, was ja auch immer so eine, wie gesagt, was ja meine Grundeinstellung ist. Ne? Also wir sehen uns gleich wieder, hoffentlich beim ersten Auftrag. Ja, Felix war ja da, erstaunlicherweise, also der war ganz kurz da, er ist hier vorbeigekommen und hat mich nach 2 Euro gefragt, also es ist im Grunde genommen, hat er jetzt seinen Schnorrstatus wieder so erreicht. Ich hoffe, er kommt nochmal, er wollte eigentlich jetzt nur kurz mal zu Lidl gehen oder so, Aldi. Das ist jetzt aber auch schon 1,5 Stunden her. Mal sehen. Boah, ich bin so müde. Hab das ja so lange gemacht, ey, weil ich noch hier mit Anouk ja unterwegs war und weil ich da mit Anouk noch Abendbrot gegessen habe. Dann haben alle schon geschlafen. Da habe ich natürlich, Anouk hatte Hunger, wir waren ja unterwegs noch bei der Bank. Aber ich war zu essen geholt und bin dann mit ihr nach Hause und dann haben wir natürlich uns noch hingesetzt in der Küche und gemütlich essen, also ohne Stress, und danach bin ich erst schneiden gegangen. Ich habe echt überlegt, schneidest du nicht? Ach, du musst schneiden, muss einfach sein.
Ansonsten läuft das ja alles auf, wie es eigentlich, weil ich das sonst verarbeiten soll. Na, der Vlog ist ja ganz gut geworden. Den habe ich mir heute Morgen angeguckt, wie gesagt. Fand den eigentlich ganz nett. Ja. Na, und heute gibt es eigentlich nur Automechanik in meinem Vlog. Ist ja auch nicht schlecht, weil Aufträge sind gar keine da. Es ist ja wirklich wie verhext. Den einen Tag hast du, weißt du nicht, wo links und rechts, was sollst du als erstes machen? Ne? Und am nächsten Tag sitze ich hier Popel in der Nase, hätte ich keine Aufträge von gestern mehr gelassen. Ne? Dann hätte ich heute Morgen ja nichts zu tun. Seit heute Morgen nicht ein Auftrag, nichts, kein Platterreifen, nichts, gar nichts. Selbst der Steuersatz, der jetzt gerade angekündigt wurde, kam ein Kunde vorbei. Und meinte, ja, den Steuersatz reparierst du das auch? Ich sage, ja, klar. Der hat sich von selbst repariert, offensichtlich. Ich habe zu ihm gesagt, nee, ist aber nicht so. Aber er meinte, ja, der hat blockiert und da hat so geknackt und so. Und dann kam er eine halbe Stunde später hier an und meinte, ist wie verhext, jetzt läuft er wieder. Also, ich sage, dann habe ich gefühlt. Ich sage, naja, aber der ist kaputt innen drin. Ne? Ich sage, musst du schon komplett tauschen. Also, Steuersatz raus, ausbauen, aber wenigstens ein bisschen Fett drin machen und mal angucken. Die Kugeln sind durch, ne? Also ist nichts mehr. Ja, nee, ich probiere es jetzt erstmal so. Ja, macht mal. Macht mal, nehmt euch das Leben. Fahrt auf der Kreuzung rauf, wollt abbiegen und könnt den Lenker nicht mehr bewegen auf einmal. Macht mal, ist halt überhaupt kein Problem. Immer macht mal, macht, macht mal. Ich hab dazu nichts gesagt. Also ich habe nur gesagt, nee, muss gemacht werden, aber ich sagte, ich kann die Leute ja nicht davon abhalten, mit so einem Räder durch die Gegend zu gucken, ja, und Unfälle zu verursachen. Leider kann ich das nicht. Fahrrad-TÜV könnte das. Steuersatzlager, wenn das einmal blockiert, im falschen Moment, siehst du alt aus. Fährst du um eine Kurve rum, auf einmal blockiert er beim eingeschlagenen Lenker. Kumpel von mir ist das passiert. Der hat mit aller Gewalt, denn er merkt hat, auf einmal, oh, das ist ja wirklich eine Sekunde, braucht er nur blockieren. Und dann ziehst du auf einmal in den weiter rum und drin in den mit abbiegenden Verkehr. Der hat mit aller Gewalt das Ding zurückgerissen und hat geknallt. Dann war das Ding durch. Na, können alle machen. Hauptsächlich nicht. Welches Foto erhängst du denn hier an? Weiß ich noch nicht. So eins, ah. Eins von dir irgendwie hinterkleben, wa? Eins von Skalium hier, Papa. Oder so. Eins von Skalium hier, das wäre sonst unfair. Hätte ich nur hier unten ja, ja, ja. Ein Bild. Ist das Rad voll schwer, ist das hochzuheben, Papa? Nee, das nicht. Also mit Kind vorne dran ist alles ziemlich schwer. Papa, was kann ich dir denn geben? Du kannst mir geben einen 15er Schlüssel. Der hängt da oben. Das ist der so dick ist. Nein, der. Daneben. Genau. Ich wollte mir, dass du einen Magnet angebracht hast, Papa. Ja. Ich bin auch andere Magnet Sachen. Oh, guck mal, Papa. Los. Mir hilft mir. Guck mal, Papa. Das kann auch diese Sachen haben. Und die. Und weißt du, Papa? Willst du den Würfel mal abschrauben? Ja, wie geht der ab? Einfach drehen, so in die Richtung. Die? Andere Richtung. Okay. Lass mich mal Würfel abschrauben. Ich halte dabei auch ein bisschen das Haar. Ja, dass du nicht runterfällt. War das? Zeig mal her. Es gibt immer noch ein bisschen. Da brauche ich jetzt aber Hebel. Gibt zwei davon brauche ich. Okay, sind aber zwei. Das sind die großen. Ich brauche erstmal den einen. Den stecke ich hier rein. Nun, ich bin so klein, mich kann man gar nicht filmen. Wo ist denn mein... heute meinen Papa im Fahrradladen und ich durfte diesen Wüste abstauben. Haben wir hier ein Fahrrad? Ich hab dich Fahrrad. Und haben wir weggemacht, so ein bisschen. Und ich hab das hier gemacht, ein klein. Es soll so ein kleiner. Es soll so ein kleiner Bildschirm sein. Hm? Ich habe mal kurz den Bildhammer gezeigt, den ich gemacht habe.
Und ich habe auch die Tür gezeigt, wie sie offen ist. Ach, ich bin ja sowieso bekloppt. Das ist der 26, der ist der 24 Zoll. Aber das macht man nicht. Ist ein Sternensponsor oder was? Haben Sie mich erkannt? Haben Sie mich schon erkannt? Sie sind ja so bekannt. Was ist mit der Pflanze? Ist sie kaputt jetzt? Ja, warum ist sie denn umgeknickt jetzt? Hm? Mann. Oh. Muss eine andere zeigen. Als sie noch Fischsuppe. Der Bit, der passt doch gar nicht dafür. Passt ein little bit. Passt ein falscher. So. Na Felix, Wahnsinn. Eine Kabel eingebaut und zwei Schläuche. Drei Schläuche. Ja, drei Schläuche. Ja, ich habe auch noch mit einer netten Dame aufgeholfen zu pumpen. Oh! Aufgehört, ja. Ja, Mensch. Ja. Aber so. Trinkgeld haben wir auch bekommen. Ja. Da hast du ja vorhin was rausgenommen, das ist ja nicht mehr drin jetzt. Das ist ja der magere Rest von diesem. So, alter Feier. Macht das gut, liebe Leute. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao, sagt Tom. Ja. Yep. 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 Yep.